kriegst ja nicht mich. Wieso steigst du ja ein? Du steigst wieder ins Auto ein. Mit wem spiel ich nur? Warum muss der unser Team verlassen? Nein! Zu dritt werden wir stärker. Das sowieso. Das sowieso, genau. Diese scheiß Kamera manchmal. Bist du seitlich und versuchst die ganze Zeit irgendwie näher ranzukommen? Düd? Ach, armes Ding. Armes Tuk-Tuk. Durfte noch leben lange. Und am Schluss bin ich einfach rückwärts gefahren. Ah, ich fahr diesmal. Du komm ja weiter. Aha. Ja. Ich dachte, jetzt wir beide hinten eingestiegen. Und denk dran, du musst gleich eine Mine legen, ne? Ah! Geholt habe, ne? Was geholt hast? Wenn ich ihn geholt angelockt habe, dann legst du die Mine auf die Straße. Mitten auf die Straße? Der darf ja nicht, der darf nicht sterben, ne? So heißt der. Ne, der stirbt dadurch nicht. Dann überlebt er das. Hier steig hier aus, leg hier die Mine hin. Denk dran, hinter dir ist ein Gegner. Hallo Leute, ich bin der Dennis. Wer seid ihr denn? Seid ihr auch der Dennis? Nein, seid ihr nicht, ne? Alter! Ich bin ein Dennis. Ist das ein Boden? Ja, fast. Hast du die Mine gelegt? Nein. Ja, leg sie mal. Das ist alle Probleme. Das ist eine Mine, verdammt. Was hast du so leicht? Ich hab Gegner die ganze Zeit. Hatte ich auch und hab's geschafft. Wie geliebt. Gut. Warum will der Sack nicht fliehen? Hat doch ein Auto da. Flieh, du Narren. Ich bin am Boden, aber ist nicht so schlimm. Wenn der Sack dann fliehen würde. Der flieht echt nicht, ne? Ich weiß nicht, was er macht. Habe ich einen Kratzer in dein Auto gemacht, deswegen wird es nicht mehr fliegen. Ja, ne? Also das. Ja. Ah. Ist mal eine schwierigere Mission. Ah, schwieriger ist, dass er nicht flieht, ne? Und dass du ihn erst. Wir waren ja schon fertig, ne? Ich kann dir nicht helfen. Sollst mir nicht helfen. Wieso rufst du nach Hilfe? Weil ich's kann. Wer, wo? Ich muss noch 4 Sekunden überleben. 3, 2, 1, Risiko. Dark Queen, Dark, genau. So ein Vogel kommt sofort geflogen. Dark Queen. 2, 1, Risiko. Yeah, Queen, Dark. So, einen hab ich erledigt. Warum fliegt der denn nicht? Der hat dich noch nicht gesehen. Oh, ich war direkt vor dem. Hallo. Du musst mich sehen. LKW, du fährst ja jetzt nicht rein. Bin am Boden. Okay. Ach, der LKW wollte in deine Mine fahren? Ja. Die Mine müsste genau in der Mitte liegen. Verstehst du das? Verstehst du das? Seid es auch. Bowman hat keine Informationen zu Wagners aus. Sag ich ihn mal. Ah, da kommt der. Nee, jetzt sag ich ihn mal. Glaube, du hast am Satzende das Wort. Ja, wir töten uns beide. Flieg noch mal die Mine zur Sicherheit. Was willst du? Kann die Leute mich nicht treffen? Tu eins Risiko. Da. Ich bin am Boden, toll. Toll. Ist die Mitte kaputt? Warum wird das Geschütz immer besetzt? Fahr weg! Nö, der hockt sich hin. Der hockt da die ganze Zeit. Dann überfahr ich. Stoß ihn so ein bisschen an. Okay, brennt. Nein! Ich bin am Boden! Ich bin tot! Ja, ging gerade da. Du fährst besser dahin. Und boxst ihn an. Ich boxe ihn an? Ich bin einfach nur letztes Mal reingefahren. Ich bin an dem vorbeigefahren, einfach nur.
Dachte ich so, oh Gott, ein Auto. Ich muss ins Auto steigen und wegfahren. Oh Gott, ein Kevin, ist ja schlimm. Ist ja furchtbar. Alter. Ich bin manchmal ausgestiegen. Ich bin einfach nur hingefahren, da ist er schon abgehauen. Oh Gott, noch schlimmer. Kevin am Steuer. Du weißt, wer im Urlaub Auto fährt, ne? Also Ruhe. Wer weiß das schon? Vielleicht der Busfahrer. Natürlich auch sein. Aber du auf jeden Fall nicht. Wer weiß das schon? Bis wenn eine Zombie-Apokalypse ausbricht, achtest du dann noch auf den Führerschein? Natürlich! Denkst du, aber sie sind jetzt ohne Führerschein gefahren, das kann ich nicht tolerieren. Ich fahr weiter, ne? Tschüss. Ich hol mir die Kingsley-Datei. Der Freund ist nie so ein bisschen hier. Bam. Ich hol schon den Autofahrer. Autofahrer, Jack. Bam. Kommt der jetzt? Verfickte. Nö. Was meinst du denn? Du musst den doch irgendwie anlocken. Ich bin im Gebäude von dem. Einfach mal hier. Dann verhöre ihn halt im Gebäude. Dann schnapp dir schon mal ein Auto. Nein. Ich bin am Boden. Okay. Einer von hinten auf einmal durch so ein Ding, ey. Das hört sich so falsch an. Alter, von hinten, das ist so ein Ding, ey. Alter, in dem Haus von dem, das sind so viele Leute. Echt? Ja. Das sind Leute in seinem Haus? Ganz viele. Da kommt ein Heli, Vorsicht. Das kann man nicht tolerieren, dass da Leute sind. Aber voll viele, ey. Da kommt wieder einer. Oh, ich erwisch den nicht. Und ob die Schiss hätten, dass noch einer kommt. Idee. Ich wollte gerade sagen, wo werfen die Granaten hin? Naja, den Helikopter hatte ich wenigstens. Wow. Immerhin im Helikopter. Immerhin habe ich Helikopter, Joe. Ich fahre wieder hoch. Bricht genauso wenig. Ne, warte, wir beide fahren einfach hoch, aber legen vorher eine Mine ab. Okay. Falls er doch fährt. Falls. Falls. So C4 an jedes Auto. So bam. Da hast du. Da hast du, Chef hier. Ich geb dir. Die Animation haben wir noch nie gesehen. Nein. Erstmal, dass wir jetzt gestorben sind in dem Spiel. Genau. Das erste Mal im gesamten Let's Play, Leute. Wir fahren da jetzt rein. Bist du bereit? Nein, ich bin nicht bereit. Bist du bereit? Zum Atem. Ich frag nochmal, bist du bereit? Ja. Kann man irgendwie hupen? Hupe. Ich bin bereit, jederzeit, in jedem Ort. Einfach eiskalt hier am Reinfahren. Wetten wir gleich, fährt er wieder weg? Rein ins Haus, rein ins Haus. Ja, du musst mich schon reinlassen. Ich hab ihn, ich hab ihn. Gut, gut. Sag uns, was wir wissen wollen. Wo ist die Kickstarter? Scheiße, ich stehe aufs... Genau, jetzt kommen die ganzen Gegner, jetzt kannst du sie erschießen erstmal. Ich kann nachladen, okay. Weil die werden den auf jeden Fall nicht erschießen. Das ist sicher. So, eins Risiko. Hast du den vor, die wir brauchen? Nö, nö. Das waren die Gegner hier erledigen. Was überlebt er denn? Ich habe ein halbes Magazin auf den entladen. Der ist auf separat gepanzert. Ich habe auf seinen freien Arm geschossen. Wo kommen wir zum Kriegslehrer-Datei? Die holen wir uns später, ist wichtiger. Dann brauchen wir wahrscheinlich ein Auto, ne? Ja, dann holen wir erstmal Kriegslehrer-Datei, das also ich oben kann. Sicherer mal unten. Ich verhöre den jetzt, ne? Ja. Pass auf!
bist, sonst schieße ich dir die Zehen ab. Warum denn? Verhöhen und belebt mich dann wieder. Ich rede ja schon. Wagner wurde gekidnappt von Nidias Jungs. Gut, dann rette mich schnell, dann holen wir uns das Ding. Das Ding, den Typen. Also, ich habe genug Zeit, ne? Mann, ja. Das merke ich morgen früh noch. Direkte Weg ist sicher genug. Moment. Oh, hoppala. Fahr schon mal. Okay. Sicher? Ja. Alter, ich bin am Boden nämlich. Okay, soll ich trotzdem fahren? Fahr. Wenn du nämlich da bist, dann Ja, bis dahin kann sich wieder überleben. Genau. Außerdem ist die Zeit dann schon gut. Außerdem, ich meine zwar schon, aber... Außerdem habe ich die Kekse-Datei. Echt? Ich wüsste halt trotzdem hin, ne? Ist dir schon bewusst, ne? Ja. Müssen wir dann nochmal hin? Jetzt weißt du, warum ich gestorben bin. Nicht mehr die Mission priorisieren hier. Nein, die Kriegsleiter-Datei. Halt, stopp! Jetzt nehme ich sie mir. Hilfe! Hilfe! Nö, von mir kriegst du nie wieder Hilfe. Hilfe! Wenn ich hier einsam durch die Pampa springe, weil du die Kriegsleiter-Datei geholt hast. Gerade eben musste ich auch alleine fahren, weil du am Boden lagst. Weil du am Boden lagst. Voll traurig, weil du am Boden lagst. Mir blieb auch gerade die Stimme weg, deswegen. Jo, cool, ich häng gerade fest. Kann das sein, Pulpus Bursche hat seine Minuten ausgeschaltet. Das kaufe ich. Bist du durch die Pampa gefahren, ich oder schätze, was? Nidia hat etwas zu verlieren und glaubt, Wagner kann ihr helfen, es zu behalten. Den Typen retten, ne? Ohne selbst erschossen zu werden. Jo. Auch gleich da. Du bist ja hinter mir, okay. Und ohne den Typen zu erschießen. Ich hab nicht erschossen, ich hab ihn erschlagen. Alter! Oh, Klippe! Sie müssen ihn retten. Busch. Was haben sie getan? Ich hab ihn erschlagen. Aber warum, Johnny? Alles kam. Weil er einen roten, orangen Punkt auf dem Kopf hatte. Die Scharfschütze. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Scheiße! Was hier? Hast du ihn getötet? Nein! Das nicht! Ein Typ stand ihm im Weg und wollte auf mich schießen, hat ihn da... Hat ihn erschossen, oder was? Ja, anstatt mich. Toll! Was kann ich denn dafür? Die ihre eigenen Geister erschießen. Ich meine, hab ich jetzt Kingslayer-Datei. Ich schul sie mir jetzt. Dann schreibst du dir den Typen und ich hol mir die Kingslayer-Datei. Jo. Du musst dann auch... die Mission noch mal. Du musst nämlich rechts aus der Tür raus, nach links, Treppe hoch. Rechts aus der Tür raus! Nach links die Treppe hoch. Jetzt haben wir ein anderes Auto. Ja. Schau mal woanders her. Alter! Das kann ich ja... Das ist bald tot. Ja, der ist tot. Das kann ich dafür, dass der einfach vor die Karre rennt. Sieht er sich da ankommen und rennt einfach davor. Bist du bereit? Vielleicht. Okay, ich drehe noch um. Okay, dann brauche ich nochmal zurück. Wieder an den beiden Leuten vorbei. Ich könnte auch einen Kakao gebrauchen. Aber so ein Tütenkakao, ne? Tütenkakao. Pass auf, der haut ab. Der haut ab. Der haut ab. Der haut ab, scheiße. Haut ab. Scheiße. Ich bin am Boden. Ich auch. Gerade wo ich einen Typen verprügelt habe, kommt noch ein Typ um die Ecke. Und jetzt haut der Kummerweise ab, ne? Ja, der kennt ja unsere Taktik jetzt. Dann platzieren wir die Mine am Ausgang. Wenn wir die Mission erfolgreich beendet haben, denke ich, war es das auch für die Session. Ja. Ich glaube, wir haben 2 oder 3 Folgen sind jetzt an der Mission dran. Aber ist die Mission noch nicht mal schwer, ne? Nein, einmal hat Kevin den erschlagen und einmal hat ein Typ den erschossen.
Aber vielleicht sage ich das auch nur, weil ich ihn selber erschossen habe und sagen würde, dass ich ihn... Das weiß man nicht. Die Wahrheit kennt niemand. Nee. Es ist so weit, dann wär jetzt...